Im Namen des SK Rapid, wir haben auf vielfachen Wunsch natürlich auch einen Spieler mitgenommen, den Thorsten Schick. Da bitte ich, die ersten Fragen zu stellen, dann kann der gleich wieder runtergehen und Körperpflege machen. Da hat der Trainer noch ein paar Minuten länger Zeit, bis er beginnt. Und lieber Max, funktionieren wir? Wunderbar. Also dann nochmal ganz offiziell herzlich willkommen, herzliche Gratulation meinen beiden Nachbarn zum 4:1 gegen Sturm. Toto, beginnt gleich mit dir. Resümee des Spiels bitte. Du hast ja den Treffereigen eröffnet gegen deinen Ex-Club. Nicht eröffnet, aber das Wichtige, das nicht Unwichtige, Zeit hat er gemacht. Ja, ich glaube, wir sind relativ gut ins Spiel eigentlich reingestartet. Dann hat Sturm das Heft in die Hand genommen. Da hat man, glaube ich, einfach gemerkt, dass sie schon ein Pflichtspiel in den Beinen haben. Da haben wir ein bisschen Probleme gehabt, haben uns zu weit reindrücken lassen von ihnen. Und umso wichtiger war es dann, dass wir vor der Halbzeit nochmal in Führung gegangen sind. Das hat der Mannschaft nochmal einen Push gegeben. Und ich glaube, mit der zweiten Halbzeit können wir dann sehr zufrieden sein. Da haben wir sehr, sehr klar gespielt, sehr, sehr zielstrebig. Vielleicht das eine oder andere Tor hätte man noch mehr machen können. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen muss man mit einem 4:1 zu Hause gegen Sturm mehr als zufrieden sein. Dankeschön. Bitte Ihre Fragen an den Thorsten Schick. Rainer Bortenschlager hat aufgezeigt. Herr Hakel war zu langsam. Thorsten, für uns ist das immer so eine Spielerei. Es ist halt erst die 13. Runde. Aber so für zwei Tage mal auf die Tabelle zu schauen und Rapid ist mal um Erster, ist das irgendwie einfach nur Bestätigung der Leistung oder doch irgendwie schon ein besonderes Gefühl, dass man sagen kann, okay, das tut jetzt einmal ganz gut nach den letzten Wochen und das dem Ende der Herbstsaison eigentlich, dass man sagt, okay, jetzt stehen wir mal oben. Ja, ich glaube, dass die Tabelle für die Medien und für die Journalisten spannender ist wie für uns. Wir haben die Tabelle vor dem Spiel gewusst, wir haben einfach gewusst, es ist vorne alles sehr eng. An direkten Konkurrenten zu Hause wollen wir unbedingt besiegen, das haben wir heute geschafft und ist jetzt schön, dass wir auf die Tabelle so schauen können, aber abgerechnet wird dann ganz am Schluss und wenn wir dann nicht mehr vorne sind, habe ich nichts dagegen. Danke, bitte Christian Hakel, ist der Standard. Thorsten, ist zwar ein leidiges Thema, wir leiden alle unter der Situation, aber schon ein Kompliment. Wie schafft ihr es, in solcher tristen Atmosphäre doch immer diese Leistungen zu bringen? Ja, ich meine, das ist jetzt fast ein Kompliment von mir. Also auch generell, alle Mannschaften spielen ja relativ gut. Aber wie macht man das? Ist es ganz einfach, reicht da die Liebe zu seinem Beruf, dass man so permanent diese Leistung abruft? Ja, erstens einmal gibt es ja trotzdem 3 Punkte und die Saison geht weiter. Also ich glaube, wir müssen es als Privileg ansehen, dass wir unseren Beruf relativ normal ausüben dürfen. Das können andere nicht von sich behaupten und von dem her gehen wir, glaube ich, jeden Tag mit einer Freude zum Training und wie gesagt, dürfen wir unseren Beruf ausüben, der uns Spaß macht und natürlich vermissen wir die Fans. Ich glaube, heute wäre das ein ausverkauftes Haus gewesen, das wäre natürlich eine unglaubliche Stimmung gewesen, aber ich glaube, es geht da jeden gleich, jeder Mannschaft geht es da gleich und ich glaube, machen das ganz gut. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Man kann halt einfach jetzt ein bisschen besser kommunizieren. Von draußen können mehr Infos an die Mannschaft herangetreten werden und von dem her müssen wir es jetzt einfach so nehmen, wie es ist. Aber ich hoffe dann schon, dass wir vielleicht heuer noch den einen oder anderen Zuschauer im Stadion begrüßen dürfen. Dankeschön. Bitte. Bitte gerne dir, David. Na, eine Reihe weiter noch hin. Ihr seid vor allem in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr oft über die rechte Seite durchbrochen, war das auch angesichts der Umstellung, die Sturm nach dem Ausschluss, beziehungsweise also vom Amadou Dante im letzten Spiel, hat vorne müssen so einen Spielplan, den ihr mitgenommen habt, in die Partie? Ja, also wir haben jetzt schon eine gewisse Zeit zur Vorbereitung gehabt, also wir haben Sturm live sehen können gegen WRC, wir haben sie gut analysiert, sie spielen eigentlich immer das gleiche System, das haben wir gewusst, da werden sie uns nicht überraschen können und dann haben wir einfach geschaut, wie können wir ihnen am besten wehtun und wie gesagt, am Anfang haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir das besser umsetzen können, aber ich glaube, vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir es dann richtig gut umgesetzt und ich glaube, der Matchplan ist aufgegangen und so kann man das zusammenfassen. Vielen Dank. Dann Alex Huber noch eine Frage an den Thorsten Schick. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern, was genau in der Pause besprochen wurde? Weil Sturm hat eigentlich nach dem Ausgleich hat es eine große Chance gegeben, aber sagen wir so, nach der Pause haben sie keine Chance mehr gehabt, ihr habt auch defensiv nichts mehr zugelassen. Was war das, dass ihr da, außer dass man halt ein bisschen mit der Zeit besser reinkommt, auch so im Spiel noch verbessern konntet? Also ich glaube, wenn ich jetzt verrate, was wir in der Halbzeit besprochen haben, dann kriege ich Riesenprobleme von der rechten Seite. Darum haben wir ja keine beide gleichzeitig hergesetzt. Passiert. Nein, es wäre jetzt ja dumm, wenn wir das verraten würden. Klar haben wir Sachen besprochen, aber das bleibt intern und gut ist.
Dankeschön, dann darf man den Thorsten Schick entlassen. Gratulation nochmal, danke Toto für deine Anwesenheit und für das zweite Tor des Rapid-Spiels. Dankeschön. Ja, Trainer, darf dir das Wort geben. Gratulation nochmal. Besser kann man, glaube ich, nicht in ein neues Fußballjahr starten. Ja, ich denke, der Schicke hat einiges gesagt, beziehungsweise hat die Analyse des Spiels nicht besser beschreiben können. Ich denke, dass wir gut ins Spiel gekommen sind und haben dann eigentlich für mich ein bisschen die Spiegel und Ballen vermissen lassen. Da haben wir Sturm aufkommen lassen, haben sie ein bisschen zurückgezogen, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber wir haben da nicht mehr so nach vorne attackiert und haben Sturm dann eigentlich die Möglichkeit gegeben, dass sie eigentlich vor unser Tor kommen, wo der Strebe dann schon wirklich sehr gut pariert hat, zum Glück. Aber zur Pause haben wir dann schon gewusst, was wir ändern müssen und waren dann eine komplett andere Mannschaft und ist dann der Sieg auch dementsprechend verdient, würde ich mal sagen. Wobei ich schon sagen muss, dass Sturm eben mit ihrem Spiel sehr, sehr zu spüren ist. Und deshalb freut es mich noch mehr, dass die Jungs im Prinzip dann eben mit der Halbzeitpause dann das dann umgesetzt haben, was wir eigentlich schon von Beginn an spielen wollten. Und war echt ein gutes Spiel, speziell zweite Halbzeit. Jetzt natürlich die erste Frage, Christian Hakel, für dein tolles Interview. Damals kein Corona. Du, Torwartwechsel hat sich spätestens in der dritten Minute ausgezahlt, nicht? Weil das war ein sehr guter Reflex gegen Hirländer. Und sag mal, was war denn wirklich jetzt, du hast gestern nichts Konkretes gesagt, was war jetzt wirklich ausschlaggebend? Ist es eine Gefühlssache, dass man die Position Torwart ändert? Ich kann jetzt eigentlich nur das selber sagen, was ich gestern gesagt habe. Ich habe mit Jürgen gesprochen darüber. Jürgen hat gesagt, der Strebe ist im Tor. Und habe überhaupt kein Problem gesehen, weil ich ihm gesagt habe, das ist seine Entscheidung. Ich stehe dahinter und ganz gleich, was passiert. Aber ich glaube, heute kann man sagen, dass der Strebe das wirklich gut gemacht hat, wie viele andere auch. Dankeschön, bitte sehr. Haben Sie die Szene bei der roten Karte schon gesehen und wie würden Sie es bewerten? Ich habe eigentlich jetzt sehr wenig gesehen, weil ich in der Kabine war und ich wollte mir es gerade anschauen, aber man hat ja eben dann diese Termine, die was man machen muss. Und ich will mir es noch anschauen, aber ich denke, hat sicher der Mannschaft nicht geholfen, wenn es so war. Aber ich muss dazu sagen, ich konzentriere mich mehr auf meine Mannschaft und das ist mir eigentlich wichtiger. Danke sehr. Bitte, Alex Huber, Kurier. Noch eine Frage zum spielerischen Auftritt. Sturm hat es ja geschafft, dass man im Herbst sehr wenig Chancen und nur weniger Tore gegen sie hat. Jetzt waren aber die vier Tore, sagen wir mal, durchaus, immer mal die Chancenverhältnis sich durchaus angemessen. Und mir ist aufgefallen, dass bei der Pressekonferenz angekündigt, wir werden die nötigen Lösungen haben gegen diese Sturmdefensive. Ich weiß schon, jetzt kommen wieder keine Details, aber wann genau merkt man im Training, dass das funktionieren sollte? Merken, wir trainieren es natürlich, aber merken, wenn wir dann gewonnen haben, dann sagst du, okay, es hat funktioniert, aber ich zähle mich nicht zu den Trainern, wenn es dann funktioniert hat, weil es hat des Öfteren vielleicht dann nicht funktioniert, aber wir haben halt immer eine Spiellösung. Heute hat sie wunderbar funktioniert, aber man denkt sich schon was dabei, wo wir uns stärker machen und wie man gegen einen Gegner im Prinzip damit zum Erfolg kommen kann. Und das hat heute beides gepasst eigentlich. Dankeschön. Keine weiteren Fragen, dann doch, Philipp Lautischer, bitte, der Kollege mit dem Mikro kommt. David, bitte. Was genau wurde in der Pause besprochen? Nein, ist ein Scherz. Die Leistung von Mateo Baraj auch immer wieder mitgegangen zu sein und auch dieses dritte Tor mit vorbereitet zu haben. Ja, wie wichtig ist das aus Sicht des Trainers, dass sich die Innenverteidiger auch immer wieder positiv mit einschalten in die Offensive? Naja, Innenverteidiger, man muss schon sagen, also beim Maxi Hoffmann war ich nachher, jetzt kam er lachen drüber, aber ich war froh, dass er sich nicht beim 1-1, dass er sich nicht im Meniskus gerissen hat, weil normalerweise kann da viel mehr passieren. Aber ich denke, dass der Matteo natürlich ein gutes Spiel gemacht hat, wie viele andere Spieler auch, aber gegen Sturm brauchst du eine gute Leistung, das muss man ganz ehrlich sagen, weil sie von dir alles abverlangen. Also es ist schon so, dass sie sehr aggressiv gegen den Ball spielen und da haben die Jungs heute von 1 bis 11 wirklich eine gute Leistung gebracht und gefreut mich wirklich ungemein für die Mannschaft und auch für uns natürlich. Bitte, Christian Hakel mit einer Nachfrage. Ist es auch für den Trainer feierlich und spricht es auch für die Geschlossenheit, wenn man vier verschiedene Torschützen hat? Ist das auch irgendwie so ein Zeichen, dass da wirklich
Ich meine, Rapid hat kein Lewandowski oder sonst irgendwas, aber ist das auch vielleicht typisch momentan für diese Situation momentan? Ich sage, was mir wirklich gefallen hat, dass die Mannschaft da nie aufgehört hat. Also wir wollten dann noch ein fünftes Tor schießen und das ist, glaube ich, schon eine Entwicklung von der Mannschaft, dass sie dann noch weitermachen. Ja? Und das war eigentlich grundsätzlich aus gewusst mit dem 3-1, wenn wir sie wirklich nicht blöd anstellen, plus dann den Armer weniger, da geht. Und früher hätte man vielleicht gesagt, wir spielen es trocken nach Hause, aber heute haben wir wirklich versucht, nur dass wir ein fünftes Tor schießen. Ist uns leider nicht geglückt, aber andererseits, wenn ich es vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir 4-1 gewinnen, hätte man es auch gerne genommen. Bitte nochmal Philipp Lautischer. Nochmal eine Frage auch zum Zentrum. Petrovic und Ljubicic, das ist schon ein Duo, das einfach Stabilität bringt. Ja. Muss ich sagen, der Petrovic war ja der unglaublich stark. Also war, hat sie wirklich jetzt in den Wochen, er hat natürlich, glaube ich, Umstellungen gehabt am Anfang mit dem Tempo und auch mit der physischen Präsenz. Aber ich muss wirklich sagen, dass er, das hat man auch jetzt in der kurzen Trainingszeit, seit wir im Jänner begonnen haben, hat man gesehen, dass der Dejan wirklich einen Sprung gemacht hat und andere Dejan, also der Ljubicic, haben sie super ergänzt und sind wirklich gute Spieler. Danke sehr. Dann danke fürs Interesse und in wenigen Minuten wird dann der liebe Kollege René